Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Castle Crush. Ihr habt mir ja schon ewig lange und immer wieder gefragt: Ja, Danny, spiel mal ein Erscheinungsdeck. Danny, was war deine höchste Erscheinung bis jetzt? Und deswegen habe ich mir heute gedacht: Ja, Danny, mach mal ein Erscheinungsdeck. Und ja, hier ist es. Wir spielen mal. Ich habe schon vorher mal ausprobiert. Ich komme nicht ganz klar damit. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt im Video besser geht. Hatte vielleicht einfach einen blöden Gegner oder sonst was. Aber wir spielen jetzt mal mit dem Erscheinungsdeck. Ich zeige es euch nach dem Kampf, wie es genauer aussieht. Und ja, Leute, vergesst auf keinen Fall wieder dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefällt. Und ja, hier spielen wir schon die erste Erscheinung, haben wir jetzt einige schon auf dem Feld. Freezen hier mal das Ganze und dann schauen wir, was der Gegner so macht. Können wir seinen ersten Push hier unterbinden? Ja, können wir. So, hier Schlammelementar, Blitz rauf und da ist es auch schon weg. Ja, das Deck besteht eigentlich nur aus Skeletten und der Erscheinung halt und einigen Zaubern. So, freezen wir. Komm, freeze! Yeah! Boah, da waren wir zu spät mit dem Freeze, aber die Erscheinung schafft es auch, den Krieger hier auszulöschen. Noch eine Erscheinung spielen. Komm. Ah! Ja, es ist sich noch ausgegangen. Es hat noch gezählt. Sehr, sehr cool. Habe ich gedacht, es geht sich nicht aus, aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Wir können gleich mal den Skelettkönig auch noch spielen. Da, die Bombe drauf. Und jetzt kommen wir zum Skelettkönig. Der bringt ja sehr, sehr viel auf das Spielfeld. Wenn wir jetzt eine Erscheinung bekommen, wäre das natürlich auch sehr, sehr cool. Da haben wir sie auch. Erscheinung plus 11. Was war denn eure größte Erscheinung? Rein damit in den Kommentaren. So, den Skelettkönig wäre jetzt natürlich nice zu spielen. Oder noch eine Erscheinung. Oh, nein, nein. Aber die Erscheinung ist an der Burg des Gegners angekommen und macht jetzt Schaden. Schaffen wir es? Yes, wir haben es geschafft. Den ersten Kampf mit der Erscheinung hier gewonnen. Ja, geht ja gar nicht so schlecht, wenn man die richtigen Karten am Anfang hat, Leute. Wie gesagt, schreibt eure größte Erscheinung rein in die Kommentare und weiter geht's in die nächste Schlacht. Wir wollen natürlich gewinnen. Ach ja, ich vergessen euch das Deck zu zeigen. Und ich hätte auch ein paar Kisten gehabt zu öffnen. Und hier haben wir schon ein Beispiel für eine sehr, sehr schlechte Starthand. Kein extra Kristall, nichts zu spielen. Wir müssen hier Pfeile rauswerfen, damit wir eine neue Karte ziehen. Ich hoffe natürlich, jetzt ist der extra Kristall dran. Nein, nochmal eine sehr, sehr hohe Karte und müssen hier nochmal die Pfeile rausschmeißen. Der Gegner haut sich da schon raus mit den Extra-Kristallen und dem Mana-Ritual. Ach komm schon, was ist denn jetzt los? Aber ich kann jetzt wenigstens mal. Oh, da spielt er schon den Skelettkönig. Was ist denn hier los? So, mal die Bombe drauf, damit wir seine Minions wenigstens wegbekommen. Eieieiei. Blitz. Und da ist er auch schon weg. Wenigstens das. Nur jetzt haben wir ein Problem mit den Skeletten hier an meiner Burg. Oh, nur ein Freeze-Zauber. Was soll man. Okay, Leute, das Spiel können wir nicht mehr retten. Die Erscheinung bringt uns jetzt auch nichts, denn wir haben ja nichts am Feld. Da ist sie einfach nicht gut. Komm schon, Freeze. Ja, verloren, wie gesagt. Sehr, sehr blöde Starthand erwischt. Da seht ihr auch schon einen sehr, sehr großen Nachteil von diesem Deck. Und jetzt öffnen wir mal ein paar Kisten hier. Go. Ja, Pfeile und Schlammelementar kann ich gut gebrauchen. Was haben wir noch? Siebenmal die Pfeile, noch besser. Öffnen wir mal diese Kiste. Und hier haben wir das Deck, Leute. Einmal die Bombe, zweimal den Freeze-Zauber, zweimal den Extra-Kristall, sehr, sehr wichtig in diesem Deck. Zweimal die Pfeile, falls der Gegner ein Rush-Deck hat. Auch die Bombe für die Skelett-Sachen. Dann nochmal zweimal den Skelett-Schwarm, einmal den Blitz, zweimal die Erscheinung, natürlich wichtig. Und auch zweimal den Skelettkönig. Und am Anfang sollte man einfach den Extra-Kristall bekommen, denn Late Game hilft ja nichts, außer eine Karte zu ziehen. So, hoffentlich haben wir jetzt eine bessere Starthand. Ja, wir haben jetzt wenigstens einmal den Extra-Kristall und können diesen auch gleich spielen. Ja. Okay, jetzt können wir wenigstens dann den Skelettschwarm spielen. Vielleicht bekommen wir einen Blitz, dann können wir auch den Nahen hier wegbekommen. Ja, einfach mal den Skelettschwarm spielen. Ich hoffe, der Gegner hat hier nicht viel zu dagegen setzen, weil dann können wir schon die Erscheinung spielen. Vielleicht noch. Ja, die Bombe ist jetzt gut, damit wir für den. Au, au, au. Ja, spielen wir trotzdem die Erscheinung. Sollte eine plus 4 werden. Ja, ist eine plus 4 Erscheinung. Schafft sie den Nahen? Nee, es sieht nicht so aus. Deswegen helfen wir mal nach. Extra Kristall gespielt und wir können schon bald den Skelettkönig spielen. Freeze! Geht sich aus! Yes! Und da hat er auch noch den Skelettschwarm gespielt, der Gegner. Jetzt wäre natürlich eine Bombe sehr, sehr cool. So, ziehe ich eine Bombe. Ja, da hat er den. Spielen wir einfach das. Also den Freeze. Jo, geht sich aus, Leute. Sehr, sehr cool. Und jetzt müssen wir die Erscheinung gleich mal spielen. Da hat der Gegner auch eine sehr, sehr große Erscheinung gespielt. Unsere ist leider nicht so groß. Kommt schon, Blitzzauber drauf.
Und da ist nur mehr der Mage auf der Lane. Den haben wir mit einem Schlag hier weg. So, können wir noch eine Erscheinung ziehen? Das wäre natürlich mega. Und hier reicht mal den Freeze-Zauber rauf. Für den Dämon. Gegner spielt das gleiche wie ich jetzt auf der Lane. So, bekomme ich eine Erscheinung? Jetzt würden wir eine sehr, sehr große Erscheinung zusammenbekommen. Go. Bombe. Das ist Bombe. Yes, da überlebt unsere Erscheinung. Komm schon, lass mir eine gute Karte ziehen. Ja, den Skelettkönig hinten spielen und dann gleich mal die Erscheinung. Wenn sich das ausgeht. Jo, geht sich aus, Leute. Ja, da haben wir wenigstens noch zum richtigen Zeitpunkt das Ganze gespielt. Freeze hier in die mittlere Lane. Und wir spielen unten gleich nochmal eine Erscheinung. Zwar nur eine +2-Erscheinung und der Gegner hat jetzt eine riesige Erscheinung gespielt. So, schaffen wir es an die Burg des Gegners. Zweimal den Extra-Kristall spielen wir gleich mal raus hier. Und go! Pfeile, yes! Geht sich gut aus und hier gleich nochmal die Pfeile. Wir spielen jetzt auch eine Erscheinung, vielleicht gleich zwei. Komm, yes, eine +6-Erscheinung. Boah, nein, 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 das will ich nicht. So, was sollen wir zuerst den Skelettschwarm oder... Ja, spielen wir den Skelettschwarm gegen die untere Erscheinung. Der Dark Reaper aus Italien, sehr, sehr starker Gegner hier. Yes, wir haben wenigstens die Pfeile und können hier einiges aufräumen. Können wir das Match noch drehen? Wäre natürlich mega cool. Da hat der Gegner einen Mage. Komm schon. Boah, das war gut, das war gut. So, den müssen wir auslöschen. Aber wir hätten unten eigentlich schauen sollen, dass wir den... Ja, egal, hier einfach die Pfeile raus. Ich ziehe eine Karte und freeze auch da oben. Oh, das ist jetzt spannend, aber ich glaube nicht, dass es mir ausgeht. So, hält der Freeze-Zauber noch durch, dann können wir das hier spielen. Yes, geht sich aus. So, jetzt wäre eine, boah, eine +16-Erscheinung, Leute. Eine +16-Erscheinung, da können wir ja gleich eigentlich aufgeben. So ist es ja nicht. Puh, ja, falls ihr Verbesserungsvorschläge habt für das Erscheinungsdeck, schreibt es mal rein in die Kommentare. Boah, eine +16-Erscheinung. Ist ja schon mal ein mega fettes Ding. Komm schon, Freeze hier und die Pfeile. Ja, geht sich aus. Die Erscheinung ist natürlich hier sehr, sehr stark. Und ja, wir haben das Skelettschwarm. Komm, jo, geht sich aus. Und jetzt noch unten. Wir sind in der Verlängerung, Leute. Wir sind in der Verlängerung. Natürlich werden wir jetzt natürlich den Kürzeren ziehen. Ja, da sage ich schon zum Gegner, gut gemacht. War ein sehr, sehr gutes Spiel von ihm. Ich komme mit der Erscheinung nicht ganz klar. Ich bin ja die Rush-Decks oder so ein Late-Game-Deck mit den Drachen oder so gewohnt. Und da ist das natürlich hier eine komplette Umstellung, wenn man schauen muss, dass man ordentlich viele Truppen auf das Spielfeld bekommt. Gleich nochmal in die Schlacht. Jetzt sind wir schon unter 2200 Pokalen. Furioso, los geht's. Oh, eine mega miese Starthand. Nicht mal ein extra Kristall. Ich könnte natürlich die Dreier-Skelette auch noch reintun, dafür, dass ich für den Anfang ein paar Karten habe. Da muss ich einfach rausschauen. Ja, wenigstens hier mal ein Extra-Kristall, dann können wir auch schon mal den Skelettschwarm spielen. Und auch der Blitz ist dann ready. Für den Nahen. Da oben gleich mal die Bombe. So. Hier noch die Pfeile drauf, da warten wir gleich, bis auch die nächsten Skelette drin sind. Oder auch noch die Bogenschützen. Ja, go! Und da ist alles weg. Wir setzen auf die Midlane gleich mal wieder den Skelettschwarm. Hätten wir auch vielleicht unten setzen können jetzt. So, gib mir einen extra Kristall oder sonst was Cooles. Oh, nicht das Inferno. Ja, die Erscheinung werden wir jetzt nicht spielen. Dann einen extra Kristall, damit wir den Skelettkönig spielen können. Ja, da hat er eine sehr kleine Erscheinung. So, spielen wir nochmal den Skelettkönig. Au! Ja, Freeze hilft nichts. Und dann werden wir unten den Skelett, die Erscheinung setzen. Eine sehr, sehr große Erscheinung. Mit 14. Komm schon, Freeze! Dankeschön. Und wir sind an der Burg des Gegners angekommen, Leute. So, der schwarze Ritter ist hier kein Hindernis für uns. Nein! Das war etwas zu spät. Wieso habe ich den? Die hätte ich schon lange vorher spielen können, eigentlich. So, werden wir gewinnen.
Ja, endlich mal eine riesengroße Erscheinung. Wir halten uns den Blitz hier auf. Oder wir gewinnen einfach das Match. Auch nicht schlecht. Yes, endlich mal wieder ein Sieg. Victory plus 24. Und hier die Silberkiste, was wir gezogen haben. Wenn es schon so gut... Ja, dieses Spiel ist wirklich... Oh, jetzt hasse ich meine Stimme. Dieses Spiel ist wirklich, wirklich gut gelaufen. Ich hoffe, das läuft auch das nächste Spiel. Ja, ich habe wieder mega schlechte Starter. Aber wenigstens den Freeze-Zauber. Falls der Gegner was spielen sollte, können wir wenigstens den raushauen, bevor wir eine Karte ziehen. So, wo wird der Gegner was spielen? Unter der mittleren Lane. Ah ja, da haben wir uns verplant. Aber wir haben eine Karte loswerden müssen, sonst hätten wir jetzt keine nachziehen können. Und auch jetzt müssen wir eine loswerden. Sonst können wir nicht den Skelettschwarm spielen. Und wir könnten dann auch schon die Erscheinung spielen. Ich hoffe, der Gegner hat jetzt keine Bombe oder sonst was. Wäre wieder natürlich mega nervig. So. Ich hoffe, ich kann jetzt schnell die Erscheinung spielen, bevor der Narr das auslöscht. Wieso habe ich jetzt nicht gefreezed? Das ist eine gute Frage, Leute. Ich weiß es selber nicht. Da habe ich den Freeze-Zauber in der Hand, der mir das Leben hier erleichtern hätte können und ich eine riesen Erscheinung spielen hätte können. Schade. Schade, schade. Pfeile drauf und da ist alles Geschichte. Ich muss jetzt gleich mal wieder eine Karte loswerden. Freeze-Zauber oder was anderes? Ja, freezen wir eine Lane. Auf gut Glück. Und jetzt denn Skelettkönig. Jetzt gleich wäre natürlich cool eine Erscheinung drauf. Oder zuerst hier blitzen. Eieieiei, da. Ich komme noch nicht ganz klar mit einem Erscheinungsdeck. Na gut. Dankeschön. Und jetzt wieder die Erscheinung. Yeah. Sehr, sehr gut gelaufen. Und freezen wir mal. Yes. Das war nicht so schlecht gespielt, Leute. Hoffentlich schaffen sie den Schwarzen Ritter. Wenn du freezen kannst, kann ich auch freezen, lieber Gegner. Ich sag's dir. Ja, spielen wir zuerst den Skelettkönig. Und dann den Freeze-Gum. Ja, geht sich noch aus. Und jetzt eine Riesenerscheinung machen. Was haben wir hier? Plus 17. Aber wir gewinnen wieder. Super, plus 24. Und ja, Leute, da haben wir ja schon öfter jetzt gewonnen. Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Freut mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Gebt mir einen Daumen hoch, falls dir das Video gefallen hat. Und falls du neuer bist, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Im letzten Video habe ich euch um Fragen gebeten. Schaut mal beim letzten Video vorbei. Dann könnt ihr da auch noch ein paar Fragen stellen. Bevor ich das Video starte, auf jeden Fall wieder Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schaltet wieder ein, das heißt Castle Crush hier auf meinem Kanal. Ciao.